Die Randale-Hexe hat etwas Entscheidendes vorweg zu sagen. Fuck you, Putin. Und weil ich gerade so schön in Fahrt bin, ein kleiner Ausflug in die Natur. Ich weiß, es ist nichts Besonderes, aber es hat mich jetzt so dermaßen viel Kraft gekostet, weil ich nicht mal die Hand auf dem Tisch liegen lassen kann, um die Maus zu bedienen. Naja, vielleicht interessiert es irgendwen. Ich laber jetzt einfach mal so für mich hin, als ob es irgendwen interessieren würde auf dieser weiten, großen Welt. Und nehme euch mit in den Frühling. In die Toskana Österreichs. Dem Vulkanhügelland vor der Pannonischen Ebene. Mit mediterranen, milden Temperaturen das ganze Jahr. Der erste tote Maulwurf in unserer Einfahrt. Oder Talpa europaea. Das wirkt so, als kröchen sie aus ihren Hügeln. Und werden dann vom Tod erschrocken oder vom Leben erschrocken. Und fallen bums um. Capriolus, Capriolus. Düt, düt. Grünfink. Angela Chloris. Ein Traktor. Eichel hier. Carolus glandarius. Die Weidenkätzchen blühen. Heute sind auch schon die ersten Bienen zu. Eine Ringeltaube. Ganz leicht zu merken. Strickringel, Socken. Die Nachbarshühner, die nun scheinbar zur Hälfte uns gehören, weil sie die Hälfte des Tages fast auf unserer Terrasse rumhüpfen. Nun etwas deutlicher zu hören, die Ringeltaube. Also wer da was anderes versteht als Strickringelsocken, das ist ein Banause. Gibt sie sich so viel Mühe. Jetzt kommt der Balzflug mit dem Flügelklatschen. Das sind unsere Kohlmeisen, Parus major, von denen haben wir en masse. Im Hintergrund hören wir jetzt einen Mäusebussard, Buteo Buteo, der miauend klagt, jammert, ruft. Die ganzen Weiden haben ausgeschlagen. Also sind erblüht. Unverkennbar der Mäusebussard
Wenn man ihn oben sieht, er hat ganz runde Flügelspitzen. Er ruft eben immer Miau. Oder besser gesagt Miau. Ich habe es zumindest versucht. Und deswegen auch leicht zu erkennen, weil er an der Brust heller ist. Also er ist dunkelbraun und die Brust ist hellbraun, weißlich meliert. Also gefleckt. Ich habe gerade wieder 38 Grad Celsius. Darum bin ich rausgefahren, weil ich kann mich null bewegen. Dank der erhöhten Temperatur, die man ja nicht als Fiebern so benennen darf, sonst kriegt man von Schwestern eins über die Mütze. Nur dann frage ich mich, mit was für Patienten sie auf der Neuro immer zu tun haben. Mit MS-Patienten scheinbar nicht. Weil dann wüssten sie, dass erhöhte Temperatur 37, 38 schon viel zu hoch ist für unser eins. Blöden Schnipfen. Das war auch der Eichel hier. Wir hören ein gemeines Flugzeug. Da sich an den Flugrouten höchstwahrscheinlich nichts geändert hat und alles hier drüber klatschen muss. Das war ein Buchfink, falls er zu hören war. Er ruft immer. Der Buchfink. Eine Nebelkrähe fliegt vorbei. Ich warte jetzt so lange, bis ich abgekühlt habe. Da ist der hübsche Zitronenfalter, der schon die ganze Zeit um mich rumflattert. Die Antibiotika jetzt gegen die Blasenentzündung werden doch nicht mein Problem gelöst haben mit dem Darm. Als ob ich zu viel Bioflorin genommen habe. Das ist ein Präparat, womit man sich nach dem Antibiotikum die Darmflora wieder aufbaut. Habe ich zu viel dafür genommen? Eine Überdosis Bioflorin? Ist da eine eigene Kolonie in meinem Darm entstanden? Ist mittlerweile intelligent geworden, hat schon das Zeitreisen erfunden und die Lichtgeschwindigkeit für sich entdeckt. Und jetzt komme ich mit dem Antibiotikum und mache alles kaputt und ihr Planet ist zerstört. Das war jetzt ein Duett aus dem Rehbock und dem Eichelhäher. Was er schon wieder zu meckern hat. Das kennen wir auch noch. Das sind die Kohlmeisen. So ein kleiner Ausflug in den Frühling. Der Frühling kommt, juhu. Und ich habe keinen Rollstuhl mehr, haha.